Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zu einem wunderschönen Weihnachtsstream. Also frohe Weihnachten an dieser Stelle. Wir spielen Santa Claus in Trouble Again. Ja, tatsächlich, es gibt einen zweiten Teil und den werden wir jetzt hier gleich anfangen. Das Tolle an diesem zweiten Teil ist, es hat neue Musik, die ist aber gar nicht so toll. Aber dafür gibt es drei Welten jetzt. Ja, es gibt tatsächlich drei Welten. Es gibt den garstigen Wald, es gibt die eisigen Höhen und zusätzlich auch noch die verschneiten Dächer. Und wir fangen einfach direkt an hier im garstigen Wald. Mal schauen, ob wir heute schaffen, alle Level zu spielen. Ich hoffe es einfach mal. Ich werde alles geben, dass das irgendwie klappt hier. So, wir rutschen hier auf jeden Fall mehr als sonst. Das ist neu. Also hier ist etwas mehr Rutschen angesagt. Oh, schon wieder angefeuert hier. Dankeschön, First Razor. Vielen Dank fürs Anfeuern. So, also wir rutschen hier einfach mal schön fleißig rum. Ups. Es ist ein bisschen, die Steuerung ist ein bisschen schwerer, finde ich, als in den anderen Teilen. Weil man rutscht gleich, also selbst auf diesem normalen Boden hier rutscht man schon ziemlich, finde ich. Das ist der garstige Hobbit. Nee, das ist wenn ist es ein garstiger Weihnachtsmann hier. Das ist doch kein Hobbit hier, das ist doch ein Weihnachtsmann, sieht man doch, oder? Also bitte, das sieht man doch, dass das hier ein Weihnachtsmann ist, oder? Wo ist denn das ein Hobbit hier? Gebt euch gleich Hobbit. We're taking the Hobbit to Isengard. So, erstmal hier rüber. Es gibt insgesamt... Nein, und ich bin schon zum ersten Mal gestorben. Faszinierend. Dankeschön, First Razor, fürs Anfeuern. Du haust die Bits hier aber raus auf ihn. Nein, 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 nein. Man hat übrigens auch mehr Leben, sehe ich gerade. Man hat hier 5 Leben. Normalerweise hatte man immer nur 3 Leben. Deswegen habe ich das jetzt natürlich hier gleich verkürzt, die Leben, damit ich das hier authentisch wie in den anderen Spielen mit 3 Leben spielen kann. Und jetzt nochmal darüber und das schaffen wir auch. Okay. Oh, wir haben das erste, ey, wir haben das erste Level geschafft. Ich möchte jetzt bitte immer ein GG im Chat, wenn ich ein Level schaffe. Erst 3K, dann 5K und jetzt 7K beim Wordbun. Hat er nicht mit 5 sogar gestartet, dachte ich? Ja, gut, kann sein, dass es erst 3K waren. Ja, ich musste den hochsetzen, weil das ist einfach, es ist für mich echt anstrengend, muss ich sagen. Von daher soll es ja dann auch irgendwas Besonderes sein, wenn ihr mich schon besonders ärgern wollt hier. Ist das anstrengend? Was ist anstrengend? Nein, das ist anstrengend, wenn ich auf den Tisch schaue und dann hier sterbe. Nein! 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 Oh Gott, wieso sind jetzt hier auch noch... Oh nee, ist da noch ein Leben da drüben? Nee, dann gehen wir hier direkt rüber. Oh, hoch, 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 Center. Nicht runterrutschen. Nicht runterrutschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nicht auf die andere Seite runterrutschen, Center. Nein, 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 nein. Tu das nicht, Center. Nein, 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 nein. Center, dreh dich. Nein, nein, nein. Du schaffst das, du schaffst das. Da hochkommt, Center. Du kriegst das hin, du kriegst das hin. Du kommst da wieder hoch, Center. Du kommst da wieder hoch. Du kommst da wieder hoch. Kann ich mal Jurassic World Evolution spielen? Ja, kann ich machen. Ich glaube, Center kommt da nicht wieder hoch, oder? Ich befürchte, der nächste Tod ist incoming. Es ist unvermeidlich. Ich will nicht sterben. Hat man eine Begrenzung beim Kanalpunkt, also wie viele Sachen man sich kaufen kann? Nee, hat man nicht. Nein, ich will jetzt nicht runterfallen. Nein, Santa, es ist noch nicht vorbei. Lass dich nicht hängen, Santa. Oh, ja, nee, ich befürchte. Wir können es versuchen, so seitwärts ein bisschen hoch, aber... Nee, ich kann zwar springen, ich kann das unvermeidlich herauszögern, aber... Für den König! Oh, die ist aber fies, die Wippe, muss man sagen. Und nicht wieder denselben Fehler machen wie vorhin gerade eben. Oh, weiter nach oben, weiter nach oben. So, jetzt geht die Wippe nämlich ganz nach oben. Nein, nein, Center. Ah, diese Wippe. Wer hat diese Dinger erfunden? So, und jetzt sollte sie weit genug nach oben gehen, dass ich hier auch nach oben kann. Center, Center. Nein, Center. Nein. Ah, Center. Boah, und das schon im dritten Level, ey. Meine Nerven hier. Nein, nein, nicht schon wieder hier runterfallen. Ah, kein GG, nee. Definitiv kein GG. Aber da hinten kommt ja auch die ganz fiesen Stellen, kommen ja diese beiden Wippen da, ey. Die waren ja... Nein, ich war doch vorbei! Die sind echt zum Auswippen. So, da sind jetzt die Checkpoints zum Beispiel sehr großzügig gesetzt. Nein, die sind nicht großzügig genug gesetzt! Nein, Santa! Komm, komm, jetzt hier nochmal. Wir machen es jetzt anders. Wir machen es jetzt anders. Nein, nein, nein. Nicht, indem wir runterfallen. Das war nicht gemeint mit mir machen. Hey, wieso rutscht er denn auf einmal einfach nur noch runter? Nein, Santa. Nein. Ich möchte doch zumindest alle drei Welten sehen. Ich möchte doch zumindest alle Welten sehen. Ach, Mano. Ja, irgendwie habe ich so ein Déjà-vu. Ich könnte schwören, ich wäre hier schon mal gewesen. Main Mike 10, herzlich willkommen.
Ja, das, also wenn ihr dieses Video in einem Bild zusammenfassen wollt oder einem Clip zusammenfassen wollt, dann ist das jetzt eure Chance hier. Oh, kann doch nicht wahr sein, ey. Dragon 4er TTV, hi. Wassermarsch, ja genau. Ganz toll. So, jetzt bin ich runtergefallen wegen dir. Nein, ich bin runtergefallen, weil ich unfähig bin. Dann die Wippe. Komm, die Wippe. Ich weiß, es ist zum Auswippen, aber... So. Oh, oh, hoch. Wieso springt er denn nur einmal? Er springt einfach nur einmal. Es gibt zwei Frozen-Filme. Und die Kurzfilme. Ohne Witz, ey. Ohne Witz, das kann doch nicht wahr sein hier. Ah. Wenn man sich dann noch mit der Familie rumärgern muss oder so, dann ist das wirklich authentisch hier, dieser Ärger, den man hier verspürt. Das ist die wahre Weihnachtsstimmung. Wobei bei uns jetzt eigentlich nicht so der Ärger an Weihnachten ist. So. Er springt nur einmal. Er springt einfach nur einmal an der Stelle. Selbst wenn ich zweimal drücke, er springt einfach nur einmal. Was soll denn das? Geschenke völlig... Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben das Level geschafft. Oh mein Gott, wir haben das Level geschafft. Oh mein Gott. Schon wieder die Mod-Abstimmung hier. Oh, alles klar, dann gönnt ihr mal. Er soll Drabo den Wortmann auf 300 runtersetzen. Ja, das könnt ihr gerne abstimmen. Die Abstimmungen sind nicht bindend. Für mich. Es ist etwas länger her, dass ich mal einen Igel schreien gehört habe. Überlege mal, doch, nee. Eigentlich schreien die ja auch... Schreien die ja nicht so rum, nein! Ah, für den König! Für den König! Ich wollte wieder die 5 Leben haben, deswegen bin ich gerade runtergesprungen, falls sich jemand fragt, warum ich da gerade mir den zweiten Tod gegönnt habe. Ah, mal wieder die guten Weihnachtslieder. Nein, das geht früher zurück, als ich dachte! Nein, das geht viel früher zurück! Oh. Das war doch schon ganz ordentlich hier. Jetzt nicht von den Vögeln hier erwischen lassen. Oh, der zweite Vogel. Ah, der zweite Vogel. Der zweite Vogel hätte uns hier fast... Oh, shit. Oh, shit. Nein, 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 nein. 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 Da war der zweite Vogel noch. Oh, oh Gott, ey. Was habe ich mir mit dem Spiel eigentlich angetan? Ich würde sagen, das sind eher Entengeräusche, die diese Pinguine hier vollführen. Nein, wo ist denn... Ach, komm, wirklich. Da, 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 da. Ich sehe das Levelende schon da vorne. Jetzt kein Mist bauen, jetzt kein Mist bauen. Wir haben 2 Leben. Wir kriegen das hin, wir schaffen das. Wir können das schaffen. Einatmen, ausatmen. Schreibe ich auf jeden Fall in meinem Lebenslauf, dass ich diese beiden Santa Claus geschafft habe, wenn ich sie schaffen sollte. Komm, geh weg, geh weg. Ja, 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 das ist das Levelende. Ja, komm drauf. Ja, Kosos 05, cool, dass du da bist. Passt auf jeden Fall hier gut dazu. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ey. Diese Spannung. Ich habe lange nicht mehr so viel Spannung in einem Spiel gehabt wie hier. Geil. So, weg hier vom Wunderbärchen. Nein, da ist noch einer. Wieso ist da noch einer? Oh nee, das ist alles voller Wunderbären. Alles, was Eier legt, ist Drache. Wisst ihr, doch Hühner sind eigentlich auch nur irgendwie... Nein, Drachen! Was ist hier die... Oh, 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 nein, oh. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, das ist das Ende. Ab diesem Level wird, ab dem Stream wird Drabo eine Vogelfobie haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Geh weg, du Weihnachtstroll. Oh nee, jetzt gibt's die auch noch in groß. Nein, die werfen mit... Was? Der werft mit Schnäbeln. Nein, völlig unerwartet. Nein, jetzt... Nein, die sind auch noch zielsuchende Schneebälle. Und auch hiermit habe ich gerechnet. Oh nein, nicht die Dinger wieder. Ich dachte, die werden wir jetzt endlich mal los, die Dinger hier. Oh, wie ich sie hasse. Oh, nein, wieso springt er denn nur einmal? Wieso springt er bei denen immer nur einmal? Ah, machbar an der Stelle. Oh, wir müssen rüber, sehe ich da gerade. Oh, Kackvögel. So, einfach hier direkt drüber. Wieso springt er denn nur einmal? Wieso springt er denn nur einmal? Wieso springt er denn kein zweites Mal? Oh, vor allem, dass man die Kamera auch nicht drehen kann, sondern dass sich der ganze Santa dann immer gleich noch mitdrehen muss. Ist nicht cool. Nein! Nein! Der Pinguin rutscht komplett rum. Shit. Oh ne, da oben ist man direkt an so einem Ah ne, das ist das Levelende. Da oben ist das Level. Da ist das Levelende. Ich sehe das Ende. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist so nah wie ein U-Boot. Nein, nicht jetzt noch getroffen werden. Bam, 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 bam. Boom! Oh, Thors Hammer hängt hier auf jeden Fall rum. Ah, lassen wir uns mal lieber nicht mithängen.
Oh, Levelende schon. Ja, Wahnsinn, jetzt geht's hier voran. Hey, ihr müsst sagen, ich bin besser geworden, oder? Also, es ist besser als am Anfang auf jeden Fall. Es ist deutlich besser als am Anfang. So, wie lange ich noch streame? Ich sag, es gibt, glaube ich, 12 Level. Die würde ich alle ganz gerne eigentlich mal sehen. Aber ja. Oh nein! Wieso kommen denn die Schneemänner jetzt hier hoch plötzlich? Oh nein! Jetzt springen die Schneemänner einfach auf den... Oh nee! Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Oh nee, nicht cool, Schneemann, nicht cool. Ach, ich war doch unter dem Schneemann! Ich war doch drunter! Würde, glaube ich, nichts bringen, wenn ich auf die nochmal extra achten würde. Wieso bewegt er sich denn immer plötzlich anders? Er bewegt zuerst in die eine Richtung. Wieso kommt er jetzt wieder zurück? Irgendwie haben wir es geschafft, uns hier rüber zu buggen. Wir leben auch noch irgendwie. Irgendwie schaffe ich es auch gleich wieder nach da oben zu kommen. Okay, schaffe ich nicht. Ich schaffe es einfach nur runterzufallen. Wir folgen dem Schnee. Folge dem Schneemann. So, der fällt mir jetzt gleich in den Rücken hier, der Schneemann. Aber das ist uns egal. Wir schaffen es hier rüber. Wir schaffen es zum Levelende. Oh nein. Oh, die Fies, die sind fies, die Krähen. Oh, die Fies. Da wird man quasi direkt in die Krähen reingeschmissen. Nein! Hä, wie hätte ich das schaffen sollen? Oh, zu früh gesprungen. Nicht gut. Nein! Oh, nee, ey. Ich finde meinen Meister, glaube ich, in diesen Sprungplattformen gerade. So. Nein! Alter, kann doch nicht wahr sein hier. So. Nein! Ich will die Vogelpassage nicht nochmal machen. Nein! Wie uncool von Bannhammer war diese Aktion, bitte. Ja, und jetzt erwischen mich natürlich die Vögel. Oh. Bloß weg, ihr Wack. Ihr seid richtig Wack. Ah! Das Spiel... Nein! Santa! Oh, jetzt ist der Vogel zum Glück auf der anderen Seite. Der Schräge hier. Oh, nein! Nee. Ich sag's euch. Vor allem die Vögel dazwischen, ey. Die brauche ich da gar nicht dazwischen. Kann ich gar nicht haben, ey. Bessere Chancen. Oh. Nein! Ich bin doch auf der Plattform gelandet. Ach, Manno. Nicht bei dem schon. So, jetzt machen wir das besser hier bei dem Kollegen hier. Ich hasse es, wenn ich mich drehen muss auf den Dingern. Auf diesen blöden Plattformen. Nein! Nee, kann doch nicht wahr sein. Hey, ihr habt schon totgeschrien, bevor ich überhaupt runtergefallen bin. Boah, also der DJ könnte... Es kann doch nicht sein, dass man immer diese blöden Plattform einfach runterrutscht. Der DJ könnte ja auch rausgeschmissen, ey. Diese Übergänge sind ja zum Kotzen hier. Doch, den Typ, den anderen der BVBs, wurde auch im Stream erwähnt. Ich hatte dann noch irgendwas gesagt gehabt, von wegen, dass ich... Wie kann man denn da unten durchfallen? Dass ich den nicht sagen will, den Namen. Ist doch nicht mal ein Osterspiel, sonst wäre es wenigstens Bugs Bunny. Aber hier ist einfach nur... Da passt der dicke Weihnachtsmann doch überhaupt nicht durch da unten. Wie soll denn der da durchpassen? Der muss ja... Nee. Einfach nee. Hallo und herzlich. Ich bin zu früh gesprungen, ich hab schon gemerkt. Ja, ist vorbei. Nee, so wird das nicht. Das schaffe ich, schreibst du. Ich schaff's vielleicht, aber nicht in diesem Versuch. Es muss ein neuer Versuch her. Komm, wenn ich es einmal geschafft, schaffe ich es. Nein! Nee, einfach nee. Ich brauch da die 5 Leben, wenn ich da hinkomme, sonst ist es gleich hier wieder aus. Sonst wird das nichts, wenn ich hier nicht mit 5 Leben da bei der Stelle ankomme, weil sonst nützt nichts, wenn ich das ganze Level schaffe, dann mit einem Leben da ankomme und dann nur einen Versuch quasi an der wirklich schlimmen Stelle habe. Genau, wo sind denn die FC Bayern-Fans? Schreibt mal FCB in die Kommentare. Dann macht FIFA schon Spaß. Wenn man da nicht gerade so, keine Ahnung, 8-0 oder so abgezogen wird, dann da hört dann der Spaß bei FIFA meistens auf bei mir, aber so grundsätzlich macht's auf jeden Fall schon Laune. Das macht keine Laune hier. Machen wir das mit Ruhe hier, mit Ruhe. Mit Ruhe und Gemütlichkeit fallen wir genauso schön wie vorher. Schön. Nicht von den Vögeln erwischen lassen. So knapp. So, hier ist der Abstand nicht ganz so fies. Nein! Der Vogel kann auch einen erwischen, wenn man nur normal auf dem Ding drauf ist.
Eine oder andere würde... Oh nein, wir segeln hier langsam von der Plattform runter. Nein, nein, Santa, bleib auf... Ah, diese Plattformen! Wer hat diese Plattformen eigentlich erfunden? Die sind aus der Hölle. Aus der Hölle sind die Plattformen. Ah, ich sag's euch, aus der Hölle, höchstpersönlich. Die Hölle kam hier vorbei und hat gesagt, ey, hier, bauen wir mal Plattformen hin. Der Teufel ist gekommen und hat gesagt, nee, jetzt hier, wir brauchen Plattformen. Mehr Plattformen braucht das Land. Seht ihr jetzt, wie es mich da schon wieder gerade so... Ja, genau, ja, natürlich. Genau, natürlich sind wir wieder Game Over, natürlich. Verschneite Dächer, ja, kannst mich mal, verschneite Dächer. Drecksdächer, alle zusammen, ey. Na, 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 na. Wie kann ich denn an der Stelle runterfallen? Okay. Ruhig bleiben, Drabo, ruhig bleiben. Ist nur ein Spiel. Auch wenn es ein ganz gemeines ist, aber es ist nur ein Spiel. Ja, indem wir einfach runterfallen von der Plattform, weil der blöde Weihnachtsmann einfach weiterläuft. Okay. Ist alles entspannt. Alles entspannt, es ist Weihnachten, wir haben gute Laune. Genau, don't hate the Weihnachtsmann, hate the game. Der Hass ist real, ja. Nicht den armen Weihnachtsmann hier, der kann doch nichts dafür, dass er in so einem Kackspiel ist. Da, 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 da. Nein, schon wieder zu früh gesprungen, das gibt's doch nicht. Ah. Ich war doch an dem Vogel vorbei, ey. Nochmal ein bisschen nach hier vorne. Nein! Ach, Mann! Man kann diesen Weihnachtsmann einfach nicht steuern. Kann ihn einfach nicht steuern, es soll einfach nicht sein. Ja, macht mega Spaß. So, und dann geht's auch schon wieder zu unserer Lieblingspassage gleich. Vorausgesetzt, ich schaff's zum Checkpoint, was ich nicht tue, weil ich vorher sterbe. Schade eigentlich. Komm vorbei! Nein! Ich bin doch drauf gewesen auf der Plattform. Aber das ist auch so gemein, weil man sieht eigentlich gar nicht so richtig, wann man da hochkommt. Ja, toll. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es da einmal vorbeigeschafft habe, ich habe keine Ahnung. Da. Morgen Checkpoint! Nein! Ja, Santa, fall einfach so runter, Santa, tu es einfach. Weil die Kamera nicht drehen kann, weil ich kann die Kamera nicht drehen, es geht nicht. Ich kann nur den Santa drehen, damit sie die Kamera dreht und sonst sehe ich nicht, wo ich hinspringe. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich deswegen allein schon gestorben bin, weil ich die Kamera nicht drehen kann. Ah! Oh ne, da sind schon wieder Pinguine. Die Pinguine sind immer so unberechenbar, ich sag's euch. Die sind immer richtig uncool, die Pinguine. Aber die laufen nur so normal rum hier. Okay. Wir analysieren trotzdem... Ja, jetzt rutschen sie nämlich wieder. Jetzt rutschen sie wieder, ich wusste doch. Und wenn sie rutschen, dann sind sie echt schwierig zu kriegen. Ah, da kommt noch einer! Shit! Aber die rutschen nicht durcheinander, oder? Das heißt, der läuft jetzt ganz entspannt hier zurück. Ich bin einfach weg. Nein, das wollen sie doch Schneemänner. Ach, lass mich doch einfach in Ruhe spielen. Lass mich doch einfach in Ruhe, ich möchte das nicht mehr. Ihr seid keine Enten, ihr seid Pinguine, verdammt. Lernt das doch endlich mal. Nein! Beim ersten Mal kommt er mir vorbei, beim zweiten Mal trifft er mich oder was? Willst du mich verarschen? Nee! Ja, ich bin an den Pinguinen gestorben. Ja, Chat, ich bin an den Pinguinen gestorben. Das ist richtig, ja. So, vor allem diese wunderschöne, beruhigende Weihnachtsmusik dazu noch. Ha, da macht das Ganze doch gleich doppelt so viel Spaß. So, Haltung soll ich... Nein! Da schaue ich auf den Chat und sterbe direkt. Haltung soll ich annehmen, alles klar. Prost. Haltung ist auch angenommen. Das Drachensalz ist nur aus den Tränen eines Drachen zu gewinnen. Das ist eine der wertvollsten Substanzen des Universums. Ich glaube auch, dass wir hier im Salzbruch unterwegs sind.
Santa Claus insult again. Schön, dass auch du diesen Weg, diesen beschwerlichen Weg angetreten hast durch diese, durch den Eisregen und was da nicht sonst noch alles draußen lauert, nur um in diesem Stream dabei zu sein. Und gemeinsam zu sehen mit mir, wie ich mal wieder in die Tiefen falle. Geh einfach wieder zurück. Komm, wir gehen wieder zurück. Wir gehen einfach zurück. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich sterbe. Ja, seht ihr, da ist es auch schon. Wunderbar, wer hätte das gedacht? Der Todescounter ist eine sehr gute Idee gewesen. Ach, da fallen wir jetzt auch schon runter. Ja, wunderbar, Santa. Kein Problem. Wer hoch hinaus will, wird auch tief fallen. Und Santa wollte eindeutig zu hoch hinaus. Santa sollte sich mal Flügel besorgen. Wo sind eigentlich die Kack-Rentiere, wenn man sie braucht? Hat er den geschlitten oder so, wo er einfach zum Levelende fliegen kann? Wäre das hier wär irgendwie besser. Auf dem Boden der Tatsachen wurde ich zurückgeschleudert. Schleudert! Schleudert! Ach. Santa! Ich dachte, ich schaff's rüber. So, Pfandflaschen-King, herzlich willkommen. Der König der Pfandflaschen. Nun auch in meinem Stream. Oder so ähnlich. Nein! Nein! Das ist der Weg, ja. Das ist der einzige Weg hier rüber. Ich befürchte es auch. Hilft nix. Hilft nix. Hilft nix. Hilft nix, hilft nix. Genau, an den Krähen. Ich schalte immer an diesen Krähen. Aber da ist auch so ein minimales Zeitfenster, wo man das an denen irgendwie da vorbeischaffen kann. Jetzt den schönen beherzten Sprung darüber machen. Und dann direkt hochkommen und in den Vogel rein. Und wieder von vorne. Dasselbe Level nochmal? Dasselbe Level nochmal! Okay, dasselbe Level nochmal! Kein Problem, gerne! Wir sind die Drabo-Band und wir spielen... Wir sind der Drabo-Stream und wir spielen dasselbe Level nochmal! Nein! Wieso gehst du denn immer da hoch? Nein! Geh doch nicht mehr. Nimm mich doch mit, nimm mich mit. Nein, 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 nein. Der passt da überhaupt nicht durch, der Santa. Der passt da nicht durch, das ist physikalisch unmöglich. Ja, das war nicht so gut, das war unser Tod. Das war unser Tod. Mario, huhu. Naja, zumindest rot angezogen ist er auch. Ach komm, wirklich. Wirklich, Kamera, lass mich doch einmal sehen, wo ich hinspiele, springe. Gib mir mehr von dem, was du Durchblick nennst. Hasse die Pinguine, ich hasse sie sehr. Sie sorgen für viele Tode, das ärgert mich mehr. Hasse die Pinguine, ich hasse die Pinguine. Die Schneemänner mag ich auch nicht, die sind auch ganz schön fies. Nicht ganz. Nein, vorbei, irgendwie vorbei. Nein, nicht mich noch mit Schnee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr, was da vorne ist? Oh mein Gott. Seht ihr das? Seht ihr das, was das hier ist? Das ist das Ziel. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, Mass Effect 4 soll auch noch kommen. Stimmt. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ja. Ja. Oh mein Gott. Wir haben das Level echt doch geschafft. Hat lang genug gedauert? Nö, fand ich nicht. War doch erster Versuch hier, oder nicht? Erster Versuch gewesen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. KXKONF. Oh nein, 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 nicht trinken, nein. Niemals trinken, wenn man oben drauf steht. Mandalorian hat auf jeden Fall auch schon wieder ein Sub hier verschenkt. Sehr, sehr cool von dir. Dankeschön. Oh, sehr cool. Mehr Herzen im Chat. Wir brauchen mehr Herzen. Wieso? Wieso komme ich da nicht hoch? Wieso macht er den Doppelsprung nicht? Wieso macht er ihn einfach nicht? Er macht's einfach nicht. Spiel, du hättest noch ein bisschen mehr hier Balancing gebraucht oder Bugfixes oder was weiß ich nicht alles. Aber immerhin haben wir es oben hingeschafft. Wir haben es immerhin oben hingeschafft. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Toten. Ja, danke. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich weiß nicht, wen ich zuerst dafür danken soll. Euch. Euch, dass ihr mir trotzdem noch zuschaut. Ja, wahrscheinlich sollte ich euch zuerst danken. Also, danke dafür, dass ihr hier das aushaltet mit mir. Dass wir die 100 Tode gemeinsam hier erlebt haben. Hier an Weihnachten. Das Fest der Tode und so. So, wir nehmen den hier direkt mit. Wieso springst du nur einmal? Oh, Santa. Vor allem, seht ihr das? Den zieht es einfach, selbst bei den Dingern zieht, bewegt er sich und es zieht ihn nach außen. Es ist einfach so unfair bei dem Spiel, wie er sich...
Das größte Hindernis ist einfach die Steuerung. Es ist einfach so. Das größte Hindernis im Spiel ist die Steuerung. Da, seht ihr, ich war drauf und trotzdem rutscht er weg. Da, schon wieder. Mach keinen Doppelsprung. Macht einfach nicht. Komm, einmal im Kreis drehen, Center. Er fällt runter, weil ich nichts mehr sehe. Ah, schön, es ist 14 Uhr. Es ist schön, 14 Uhr. Ah, komm, machen wir nochmal weiter. So, wir haben es immerhin bis Level 10 geschafft. Immerhin. Kann ich nicht singe ich Weihnachtslieder nicht besonders schön? Schon, oder? Müsst ihr schon sagen, also besonders schön. 100 Wege ins Gras zu beißen, nee, eher in den Schnee zu beißen oder ins Salz zu beißen. 100 Arten ins Salz zu beißen wäre auf jeden Fall hier der richtige Titel. Die 10 Phasen der Frustration würde auch ganz gut passen, ja, stimmt schon. Gibt's 10 Phasen der Frustration? Ich weiß nicht. Es ist so frustrierend, wenn er einfach nur noch einmal springt. Also wenn ich zweimal drücke und er einfach nur noch einmal springt, weil er schon so am Abrutschen ist, dann springt er nämlich immer nur noch einmal. Da, schon wieder, er springt nicht mehr. Ey, die Dinger, die sind aus der Hölle. Diese Plattformen hier sind echt aus der Hölle. Ich habe vorhin noch gesagt, die sind leichter. Ja, habe ich gesagt. Braucht ihr mir gar nicht rein, weiß ich schon, dass ich das gesagt habe. Das war keine gute Idee, das zu sagen. Es ist genau zu sagen, es ist leichter, man stirbt nicht so schnell, man schafft das Level locker. Es sind genau diese Worte, diese Sätze, die man sagt, wo man es danach richtig hart bereut, weil man richtig auf den Sack kriegt. Ja, auf den Sack, den er da auf den Schultern trägt natürlich. Wovon denkt ihr schon wieder, als ich rede? Wieso zeigt der Pfeil in die andere Richtung? Der Pfeil hat mich verwirrt. Der Pfeil hat in die andere Richtung gezeigt. Wo müssen wir denn hin? Ist auch interessant, wie viel ich meinen Controller einfach bei diesem Spiel bewegen muss. Also diese Millimeterbewegung, wie viel ich davon einfach machen muss. Ich glaube, es reicht. Es reicht. Genug gesagt. Aber wir haben zumindest alle Level frei, alle Welten freigeschaltet. Wir haben viel gesehen von dem Spiel, würde ich sagen. Es hat auch, ja, es hat schon Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle frohe Weihnachten. Bleibt noch beim Raid dabei. Ach, schön, dass ihr dabei wart. Es macht einfach Spaß mit euch auf Twitch. Auch wenn dieses Spiel mich immer an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, aber wir haben es immerhin geschafft in alle Welten rein. Von daher, glaube ich, passt das auf jeden Fall. Haben wir unser Minimalziel erreicht oder so ähnlich? So, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, bleibt gesund, danke auf jeden Fall für alles, was wir hier gemeinsam erleben durften. Auf Twitch auch dieses Jahr, auch danke für alles, was wir auf YouTube erlebt haben, war auf jeden Fall richtig spaßig. Möge die Macht mit euch sein, danke an meine Moderatoren auch. So, und jetzt wird geradet. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.